Hallo und herzlich willkommen zu Green Hell und im alten Lager. Wobei wir dann nachher wieder zurück müssen ins neue Lager. Hier haben wir noch ein paar Lehmziegel, die brauchen wir aber nicht mehr. Wir brauchen eigentlich davon gar nichts mehr. Ja. Ich hätte nur gerne die zwei hier mitgenommen. Aber ich habe keinen Platz mehr. Guck mal an. Tetris, ne? Sage ich nur. Ach, schade. So, passt der noch irgendwo hin? Oh ja. Aha. Der wird wahrscheinlich nirgendwo mehr hinpassen. Yes, baby! Ach komm, davon habe ich genug. Hier sind auch noch drei von denen, also kann ich die locker dann mitnehmen. So, da lang. Oh, hier sind auch noch welche. Na egal. Also ich habe auf jeden Fall erstmal die Metalldinger mitgenommen. Hier, die leeren Dosen. Die brauchen wir ja für Herstellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da können wir schon mal ein bisschen Rüstung mitbauen und sowas, ne? Hier ist nichts mehr drauf. Steine brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Gut, dann heißt es, wir können doch wieder zurückgehen. Das werde ich einfach verwesen lassen. Banane. Habe ich noch was zu futtern? Oh ja, da habe ich ja noch ein paar Dosen zum Essen. Das sind zwei sogar, ne? Ja. Drei Tage haltbar, drei Tage haltbar. Was habe ich denn so? Nur trinken. Habe ich alles noch da, also brauche ich nichts eigentlich. Speichern wir da mal schnell. Tage. Ich muss echt mal nochmal nachzählen, wie viele Tage wir wirklich schon gespielt haben und wie lange ich schon mit euch zusammenspiele. Würde mich doch mal langsam interessieren. So, dann geht's mal auf. Jetzt ist das... Wo ist denn jetzt mein schlauer Zettel hin? Hallo? Hallo? Ach, der ist runtergefallen. Gut, dann gehen wir jetzt auf zum Anaconda-Ding wieder. Huch. Ich würde eigentlich auch gerne mal die ganzen Dinger nochmal abklappern. Die ganzen Lager, die anderen. Um zu gucken, ob ich da nicht irgendwo irgendwas vergessen habe. Weil... Im Tagebuch sind leere Seiten, ne? Man kann ja so schon eigentlich schon sehen, wo man ungefähr war. Das heißt, in dem Lager mit dem Waffenhalter war ich schon. In dem am Bambus-Dingen war ich schon. Ich glaube, ich war an dem anderen noch nicht. Wie geht das jetzt? Die habe ich schon, die große Falle. Da fehlen aber die anderen Fallen noch, das weiß ich. Aber die muss ich einfach finden per Zufall. Da kann ich jetzt nicht so unbedingt drauf achten. Habe ich noch Funkchenverbände? Oh ja, nee. Eine nur noch. Komm. Erstellen. So, damit wir den wenigstens noch mal haben. Tabakverbände haben wir genug. Wo muss ich hin? 35, 26. Erstmal zur Brücke. Ich muss mal eben kurz im Internet gucken, wo nochmal die Brücke war. Um, 37, 20. Das heißt eigentlich, ich muss da lang. Ich glaube, der Weg, der war ein bisschen weiter. Kokosnuss.
So. Dann machen wir heute das, das eine Lager fertig. Nicht das Lager, das, die eine Wand. Es fehlt dann nur noch eine Wand im Anaconda-Lager, dann sind wir ja durch. Dann haben wir das alles fertig. Und dann außerhalb mal ein paar Flaggen, Fallen bauen eventuell. Muss ich darum oder darum? Ich glaube, das ist einfach nur ein normaler Felsen, der einmal rundherum geht, aber ich dachte, ist da oben irgendwas? Keine Ahnung. Tabakpflanze nehme ich jetzt nicht mit. Die brauche ich noch nicht. Da habe ich ja genug Verband für. Jetzt habe ich eigentlich noch alles dabei. Pfeile verschießt man heutzutage Doppelpfeile. Hallo. 37, 26. Ich habe schon wieder vergessen. genau. Genau, 37, 26 war das. Da oben ist eine Höhle. Aber ich habe kein Dingens mit. Ach, das ist die Höhle. Ja gut, da könnte ich wahrscheinlich eh durch. Was ist das denn da hinten? Das da oben sieht so aus fast wie ein Lager, aber das ist keins. Das ist doch keins. Ich muss meinen Bart wieder schneiden, der wird ein bisschen zu lang. Kitzelt mir die ganze Zeit in der Nase. So, da sind wir schon auf der anderen Seite. Und genau der richtige Weg. Da unten müssten noch Eingeborene sein irgendwo. Normalerweise hocken die hier irgendwo, ne? Da hinten müsste es irgendwo sein. Da müsste Bambus kommen, da hinten, jawohl. Schlange, da. Seht ihr? Ich hab's gut gesehen, wa? Geh weg. So, und da oben ist dann jetzt auch das... die Brücke. Ich muss mal eben kurz meinen Kaffee eben umrühren. Also, falls ihr was hört, wisst ihr Bescheid. Okay, dann doch noch ein bisschen. Genau. Da ist der Spider-Man. Entschuldigung. Das hat ein wenig der Frosch gejammert. So, ich bin wohl doch noch ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Komme ich hier wieder runter oder muss ich wieder außen rum gehen?
Scheint so, dass wenn ich außen rumgehen muss. Na gut, mache ich das. Kein Problem. Was ist jetzt? Bin ein bisschen dreckig geworden, weil ich durch den Busch gelatscht bin. Das Schnarke. Einzelne. Wir müssten eigentlich bald hier sein. Bald da sein, eher gesagt. Ich meine, es ist da oben. Irgendwo. Wir müssen da beim Anaconda-Lager. Es sind noch zwei weitere Höhlen. Die könnten wir uns auch noch mal einverleiben, sozusagen, ne? So, wo bin ich jetzt hier? Ah, was ist da in die Richtung? Hier müsste die sein, die Brücke. Lass mich in Ruhe. Da ist, glaube ich, der Weg. Der Weg zum Gold. Ne, aber hier ist er. Da habe ich sie gefunden. Hier könnte ich nochmal speichern. Heia, Leo. So, nicht mit mir, Freundchen. So, Tag 33. Ne, die brauche ich nicht. Komm, die mache ich kaputt. Geht nicht. Alles klar. Dann lasse ich die liegen. Ah, doch schnell gefunden heute, wa? Da war ich doch gut. Hier wollte ich mal versuchen, rüber zu kommen, glaube ich. Oder hochzukommen. Hör auf sie jammern, ja. Okay, geht nicht. Dann ist egal. Egal, Karl. Komm ich bestimmt über einen anderen Weg lang. Aber erstmal. Oh mein Gott, zurück ins Lager. Only this way. Jetzt haben wir auch endlich den Dübbel da. Dübbel da, hier. Das hier ist ein Dübbel, warte mal. Den hier. Ein Topf. Das ist auch sehr gut. Nein, ich bin ja dreckig. Da sollte ich nicht so viel essen. Alter, ich habe gedacht, du wärst ein Dingens hier. Was habe ich gesagt? 35, 26. Na? Michelangelo. Wo ist denn nur die Höhle? Ach dich, die Höhle, mein Lager. Müsste ja eigentlich bald kommen hier mal, ne? It's a long way home. Sozusagen. Da ist die Höhle. Die Insel. So, im Haus fehlen dann noch drei Würstchen, dann bin ich fertig mit dem Haus. Und dann geht die in eine Richtung. Ist dann dran.
Da zappelt ein Fisch. Ich habe eigentlich auch einen Topf gehalten. So, ein Tippchen kommt da rein. Den hier haue ich einfach mal hier hin. Ist ja egal. Den brauchen wir eh nicht mehr. Die Lehmschmiede könnte ich mal anfeuern eigentlich. Obwohl ich nichts zum Anfeuern habe. Alles klar. Dann muss ich mir das... Oh nein, halt, stopp. Esse. Gut, jetzt habe ich 3 Blätterhäufchen. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch warten, bis das... Entschuldigung. So, dann... Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin, oder? Nein. Nein. Beides leer. Also Holzkohle haben wir jetzt erstmal haufenweise. Wir haben noch 2 vor dem hier vorliegen. Dann haben wir da noch 3 drin und insgesamt 3 in der Tasche. So, das mache ich doch fertig hier. So, Fackeln wären mal nicht schlecht. So Wandfackeln, ist da. Dass man hier drinnen noch ein bisschen Licht hat. So, Hütte ist fertig. Sau cool. Baue ich hier noch Lagermöglichkeiten hin. Die Küche hier und ein Lager. Und hier drin kommt ein Bett. Ja. Oh, ouch. So, dann würde ich jetzt erstmal schlafen. Erstmal waschen und dann schlafen gehen. Da kommt die Planung. Aber Moment. Ja, komm. Geh ich erstmal schlafen. Wieso ist es um 7 Uhr da schon dunkel? Ist das die Regenszeit? Eigentlich. Normalerweise ist es doch viel länger hell. Wunderschöner Anblick. Schön. Aber ich baue jetzt ein Bett. Wo haben wir sie? Und zwar Holz. Gibt es Bambus auch noch? Bambusbett. Was ist denn besser? Lass mich hier raus. Haben wir hier noch ein paar Bambusdinger? 2 Stück haben wir hier noch. Sehr gut. Ich glaube, dann mache ich das mit Bambus. Bambusbettchen. Davon haben wir eh... Ach, wieso gehe ich immer da rein? Dann haben wir eh haufenweise, ne? Oder passt das hier so rein? Nein. Wieso passt das hier? Gut. Ich würde das gerne weiter dran haben, aber es geht nicht. Ach, Bambusstöcke. Die habe ich doch haufenweise. Ah, okay. Dann schmeiße ich dir...
1, 2, 3, 4, 5. Fehlen noch 3. Und die müssten hier rumfliegen. Ist ja dunkel wie ein Pferdehintern noch. So, da haben wir sie. Da haben wir alles. Jetzt bleibt sich natürlich nur noch die Frage, die gebe ich euch dann einfach mal so als Hausaufgabe. Was meint, soll ich die... Ach, ich brauche 4 Stück, verdammt. Soll ich das hier dann abschlagen und das hier kaputt machen, wegmachen oder was meint ihr? Boah, ist ja dunkel hier. Ich gehe mal eben kurz. Bis es hell ist, weil ich will euch nicht die ganze Zeit die Dunkelheit gönnen. So, ich will ja auch was sehen, ne? Nein, dich wollte ich nicht haben. So, then 2 more. Okay, hier sind keine Bambusdinger mehr. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Das ist echt gut, dass wir hier auf der Seite Holz haben und auf der anderen Seite Bambus. Das ist echt recht praktisch. Also die Anaconda-Gebiet ist wirklich das Beste, was man als Lager haben kann. Ach, das ist ein Vogel. Ich dachte, was hängt denn da? Oh, guck mal, da ist er wieder. Unser kleiner Freund. Kuckuck. Ja, dich meinte ich nicht. Du bist nicht mein Freund. Fährt eh wieder in Richtung Wasser. Direkt komplett. War klar. Super. Ja, sowas ist der Hammer, ne? Dass man das nicht irgendwie lenken kann. Der fällt auch in Richtung Wasser, weil der eh da hinten liegt. So, den habe ich auffangen können. Gut, dass wir nur 2 brauchen. Der Rest kann im Wasser verschimmeln. Ist mir scheißegal. So, davon brauchen wir 6 Stück. So, den einen habe ich hier gesehen, genau, der war hier. Mehr gibt es hier nicht, der Rest war aber, glaube ich, im Wasser. Wo sind die restlichen? Also die kleinen, die sind hier oben. Weißt du? Aber die langen, die sind direkt alle unter Wasser.
trotzdem noch gekriegt. Ich kriege euch alle. Ganz einfach. So, aber ich werde mal hier Feierabend machen. Dann haben wir da 25 Minuten, sonst nimmt es wieder überhand. Und wünsche euch derzeit noch einen schönen Tag. Und ich bringe mal den Schrott hier raus. Oder eher gesagt, hier, den brauchen wir wahrscheinlich noch. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Wobra.